Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Xenoblade Chronicles 3. Jo, seit dem letzten Mal habe ich mein Versprechen wahr gemacht. Ich habe bis Level 19 trainiert. Ich kann jetzt hier noch eben kurz auf 20 pushen. Ich habe einfach die Methode, mit der ich gelevelt habe, erkläre ich euch sofort. Ich bin einfach zu der letzten Fabrik zurückgegangen, also dieser Mini-Fabrik. Hab da einfach durchgehend immer wieder hier komplettes Geld ausgegeben. Und nach Notwendigkeiten ein paar Sachen wieder verkauft. Und dadurch habe ich erstens Geld und zweitens Erfahrung gemacht. Des Weiteren habe ich gesehen, dass wir hier oben auch mal eine Quest vergessen haben. Da gehe ich eben kurz hin. Da, hier ist eine Nebenquest. Was ist passiert? Dem Nobo geht's nicht gut. Ach ja, und ich habe alle bisherigen Bosse schon besiegt. Das hat auch sehr viel Erfahrung gegeben. Okay, der erschöpfte Händler-Nopon. Ist das so eine Mission? Nein. Is this what you wanted? Ich habe ein paar Sachen dabei. Nimm einfach die Kiwis. Die habe ich haufenweise bei der Minifabrik bekommen. Alter. Du sahst kurz aus wie ein Monster. Vielleicht weil wir an der Wüste sind? Okay. Hier gibt es auch einen Wrack in der Nähe. Oh, armer Blibla. Ah. Der wird zu Skorden Tonto geben. Das war eine einfache Nebenquest. Ach ja, es kam übrigens vor kurzem das zweite Paket vom Erweiterungspass dazu. Dann holen wir uns mal die Inhalte. Man kann nämlich jetzt ab Kapitel 3, wir sind noch nicht mal dort, jemanden neuen dazu holen. Wir werden dann einen neuen Charakter kriegen. Es ist schön, dass ich diese Belohnung kriege, bevor ich dort angekommen bin. Paket 3 ist noch in Machung. Da wird es auch nochmal einen neuen Charakter geben. Und ich meine, bei Paket 4 wird es auch nochmal einen neuen geben. Außerdem habe ich über die Karte gesehen, dass hier zwei Ätherkanäle sind. Die holen wir auch noch eben kurz. Bevor wir die Mission machen, die wir eigentlich machen müssen. Ihr seid mittlerweile keine Gegner mehr. Und im Übrigen, ich weiß, ich könnte auch den Schwierigkeitsgrad runter machen. Das Problem wäre dann, dass das Spiel viel zu einfach wäre, weil ich dann gefühlt jeden Gegner fast one-hitte. Also ich habe das einmal ausprobiert. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schon irgendwo eine Herausforderung haben. So, da ist ein Ätherkanal. Und hier soll irgendwo einer sein. Wir wollen ja beide mitnehmen.
Scheinbar tue ich das, indem ich hier runterspringe. Und nicht anders. Ich habe den Sturz überlebt. Alles gut. Und im vorherigen Gebiet habe ich übrigens auch noch einen Ätherkanal gefunden. Den habe ich euch aber erspart. Oh, da ist ein richtig großer von diesen Hasen. Du willst keinen Krieg, ne? Du willst mich diesen Äther hier in Ruhe und Frieden sammeln lassen. Den werde ich noch irgendwann brauchen. Der würde zwar ein bisschen Erfahrung geben, aber nicht so viel, dass es was wert wäre. Ich könnte ja auch einmal kurz hier vorbeischauen. Guck mal, wie viele Ätherkanäle hier einfach sind. Die könnte ich alle einsammeln. Naja, die dort oben nicht so, weil da ist ja die eine Kolonie. Okay, ich habe gesehen, dass hier vorne noch Flötenspiel ist. Da kann ich mit der Flöte rumdudeln. Sofern ich mich nicht dabei umbringe. Ich will nicht kämpfen, ich will hier den Weg weisen. Hier wird sowieso auch noch richtig viel zum Erkunden geben. So, dann porte ich mich mal wieder dahin, wo wir hin sollen. Dann kümmern wir uns um unsere Hauptmission. Obwohl, das muss ich einsammeln. Das ist ein spezielles Item, das brauche ich. Genauso wie den Interkanal da hinten. Der war doch bestimmt irgendwie vergraben. Nee, hier ist absolut friedlich. Ich werde es brauchen können. Und wenn wir ins erste Gebiet zurück können, dann können wir uns so viel Äther holen. Aber momentan geht's ja nicht. Aber es ist schön. Jetzt bin ich Level 20, jetzt können die mir alle nichts mehr. Das da ist doch bestimmt ein Gegner. Diese dicke, fette Pflanze. Du stehst doch jetzt auf. Komm, steh auf. Ich weiß, dass du es willst. Und ich weiß, wie falsch das klang. Die kann ich nicht momentan machen. Aber ich werde die auf jeden Fall mitnehmen. So, ich würde gerne der Haupthandlung eigentlich folgen. Welche Richtung muss ich denn? Die. Das wird mir gar nicht angezeigt. Ich muss die Schlange da vorne umnieten. Die haben wir, glaube ich, auch noch nie bekämpft. Also Bastard. Komm her. Komm her, du dicke, fette Schlange. Im Übrigen habe ich auch ein bisschen Klassenerfahrung gefarmt dadurch und ich könnte jetzt vom Prinzip den ein oder anderen verschiedene Klassen geben. Die sieht echt merkwürdig aus, diese Schlange. Komm, komm daher, die mache ich fertig. Zack, jetzt schwankste. Die Schlange ist schon sehr lang. So,
Alter, einmal noch. Die hat sehr viel Leben. Hallo? Was sollte das denn? Ach so, ich soll den Kampf gar nicht gewinnen. Ja, koordiniert angreifen, das klappt irgendwie nicht. Genau. Wir sind eine Gruppe. Ich habe jetzt Angriffsketten. Okay. Das hätte ich gerne früher gehabt. Kommt, füllt die Kette. Angriffskette. Ich wollte das als Thumbnail nur haben. Was will ich als Kommando? Kriegskunst, bitte. Sie erinnert an die Gruppenangriff aus dem vorherigen Teil. Okay. 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 Alles gut zu wissen. Das hat gut gesessen. Zack. Liegt nach hinten. So, einmal eine Gruppenheilung, die kann ja nicht auf 100 gehen. Das hat gut Schaden gemacht, hoffentlich. Das sah nice aus. Dafür habe ich jetzt extra nochmal den Avatar aus dem Bild gepackt. Oh, noch einmal. Oh, das klingt nice. Die hau ich auf die Nase. Schade, nur 96%. Ah, jeder Charakter kann so gesehen einmal angreifen. Ohne dass der Gegner sich wehren kann. So, jetzt machen wir die Drecksschlange aber fertig. Die könnten übrigens nicht blöder stehen. Schade.
Schon wieder liegen wir alle. Das nennt man eine Combo. Ja, Leute, schon wieder sehr viel gelernt heute. Wir wissen jetzt, wie eine Angriffskette geht. Mann, dann diesen Schlängel fertig. Kann ihn nicht mehr so rumschlängeln. Dieser Schlängel. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt zu leveln. Tschüss! Es lebt immer noch. Jetzt müsste es sterben. Geht doch. Ich weiß jetzt, was mein Thumbnail wird. Aber das hätte ich trotzdem früher gern gehabt. Es hätte einige Kämpfe einfacher gemacht. So, jetzt kann Rico ja Sachen basteln, ne? Jetzt können wir Juwelen schmieden. Warte mal, ich brauch den Weg doch gar nicht laufen. Guess now we've left the army, we've got to handle stuff like this ourselves. Nee, so weit bringst du mein Hör nicht. Es ist noch in der ersten. Was für Edelsteine. Rico weiß halt, wo der Hase läuft. Was ist denn das für eine hübsche Maschine? Sieht aus wie die Mini-Fabrik. Okay. Tut mir leid, das ist zu viel für meine Ohren. Ah, jetzt kann ich nicht nur Korn, jetzt kann ich auch Juwelen machen. Na, da ist das Symbol. Ah, das erhöht die Werte generell, kann das sein? Erhöht maximale KP um 100. Nicely turned out. Come on, I wanna use it quick. Okay, ich habe es gecraftet. Juwel wurde geschmiedet. Nee. Okay, jetzt muss ich nur noch das Juwel ausrüsten. Ach, und die kann ich beliebig den Charakteren zuweisen. Warte, das gucken wir uns an. Ich muss das nicht aufgezwungen kriegen. Ich hätte da so oder so reingeguckt. Aber trotzdem, danke, Spiel. Juwelen. Mit dem 20. Level habe ich jetzt auch mehr Möglichkeiten. Auch bei Fusionsangriffen. Ich gehe direkt nochmal in das Menü. Ich will das für alle Charaktere wenden. Ja, lass mal schlafen. Ich bin auch müde.
Wir werden bestimmt die leckersten Rezepte alle probieren dürfen. Sie haben ja nur so ein Billo-Rezept. Wer übernimmt die zweite? Ich hatte die Befürchtung, dass eine Zwischensequenz kommt. Nein, offenbar nicht. Unsere Cat Lady mag das ja am allerwenigsten. Ich würde eigentlich trotzdem gern die ganze Ödnis hier erkunden. Oh, dafür kriege ich auch ein bisschen Erfahrung. Nett. Oh, hier ist auch Blibla. Den haben wir ja gerade eben geholfen. Bonus-TP. Ich kriege hier gerade mega viele Erklärungen. Ich will gucken, ob ich noch weitere Juwelen schmieden kann, bevor ich irgendwo hinziehe. Ja, Edelsteine habe ich ja mehr als genug. Oh, das klingt eigentlich sehr nett. Vor allen Dingen kann man die nochmal aufwerten. Muss ich jetzt mal echt kurz durchgucken. Da geht die Angriffskraft hoch. Das will ich auf jeden Fall schon mal haben. Heilkraft erhöhen will ich auch haben. Für die Healer. Da hole ich mir auch direkt die bessere Version. Da lasse ich gar nicht erst mit mir verhandeln. Und das steigert ja auch die Heilkraft. Also nehmen wir das direkt auch für die Heiler mit. Am liebsten wirklich alle Heilfähigkeiten. Guck, da braucht man auch jetzt die Nopom-Münzen, die goldenen. Okay, weniger Wut. Das macht generell Schaden höher. Aber da muss man ja mal gucken, dass man hier auch von verschiedenen Gegnern die Sachen sammelt. Schnellere Autoangriffe. Ja, maximale KP generell ein bisschen höher. Klingt auch nett. Gut, doppelte Treffer bei Autoangriffen. Ach, man kann auch direkt hier mehrere Stufen höher. Alter, bis Stufe 10 geht das. Also klar, dass ich ein paar von den Sachen noch gar nicht habe, ne? Vor allen Dingen könnte ich mir das auch von den Nopom-Münzen nicht leisten. Kann ich auch direkt auf Stufe 2 gehen? Scheinbar. Also ich kann auch die Stufen überspringen. Was ist, wenn ich jetzt mit Münzen herstelle? Ach, dann könnte ich hier die ganzen, den ganzen Schmarrn überspringen. Eigentlich hätte ich ja die Healer richtig hoch. Von der Power her. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall den Rest. Ich sollte gucken, ob ich Sachen überspringen kann. Wisst ihr, warum ich das jetzt so mache, Leute? Damit wir Variationen haben, zur Verfügung. Zum Beispiel diese Wutmenge, das könnte recht praktisch sein für die, die ja eh tanken müssen. Dass sie dann den Gegner auch wirklich auf sich ziehen.
ist ready. No bad job. Eigentlich hätte ich gerne alles auf Stufe 2. Aber wir haben halt die Materialien nicht bedingt. Ja. Jemanden boosten kann ich logischerweise noch nicht. Im Übrigen, man steigert viel, viel schneller da unten durch, wenn man die Bonus-EP nutzt, die man über diese Karten kriegen kann, als wenn ihr wirklich Gegner schlachtet. Das geht wirklich 10-mal schneller. Jetzt habe ich hier auch noch Bonusfähigkeiten zur Verfügung, ne? Weil ich Level 20 erreicht habe. Ihr könnt das jetzt auch sehen. Warte mal, bei Klasse. Dass ich bei jedem fast jede Klasse voll habe. Na gut. Dann wollen wir die jetzt noch eben ausrüsten. Du willst auf jeden Fall Wut. Du brauchst dann auch mehr Max-HP. Bei dir brauche ich Angriffskraft. Eine kürzere Intervalle zwischen den Autoangriffen? Nee. Anschlüsse mit höheren Schaden. Für die Healer kriegen so oder so Heilzeug. Darunter erstmal Lebensgeschenk. Das gebe ich beiden. Brauche ich gar nicht lange überlegen. Ich finde, die sollten... der eine sollte schneller und der andere sollte mehr heilen. So, du bist momentan auch ein Angreifer. Hier gebe ich auch Angriffskraft. Und ein bisschen Blockrate. So, du bist auch jemand, der eher Wut auf sich zieht. Bei dir machen wir komplett, dass du Wut auf dir drauf hast. Und dann gönnen wir jetzt jedem noch eine zweite Fähigkeit. Das wird uns in den folgenden Parts helfen. Ich muss jetzt hier nur eben kurz die Sequenz einmal abwarten, dass bei allen auch freigeschaltet ist. So, Talente können wir uns nämlich eigentlich noch eine zweite gönnen. Dafür müssen wir aber logischerweise erstmal eins meistern. Also Talente haben wir keinen, der eine zweite einsetzen könnte. Aber bei Techniken hier auf der zweiten Seite... Guck mal, ich kann ihm den Bodenhieb wiedergeben. Ich gucke jetzt hier gerade... Ja, dunkles Banner, dass der Gegner nebenbei noch pennt. Trefferrate senken. Also dafür allein hat es sich gelohnt, das auf Stufe 20 zu pushen. Hier müsste ich gucken. Ja, nehmen wir hier mal Ohnmacht mit. Und dann nehmen wir noch den großen Wurf. Guck mal, dann sind wir auf jeden Fall für die folgenden Parts gewappnet. Ausrüstung haben wir noch nicht so viel, dafür müssen wir noch ein Level. Beziehungsweise noch 10. Ich kann ja noch mal eben kurz gucken, ob jetzt bei dem Lager was wäre. Haben wir jetzt eigentlich mal ein neues Kärtchen hier? Nee. Hier hätte ich am liebsten was, weil ich habe momentan nur diese 40 EP-Dinger, worüber ich geboostet habe. Und das ging halt echt lang. Also ich habe eine Stunde gebraucht, bis die auf Level 20 sind. Also klar, wenn man jetzt bedenkt, das sind 4 Level in einer Stunde. Ich habe auch durchgehend nur an dieser komischen Fabrik gesessen.
und da reingespammt wie sonst was. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!